Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 12 Updates und 15 neuen Mods. Bevor wir doch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Kai, Jennifer, C. Trinkle für die Abos, Stefan für den Superchat vom letzten Livestream und an Henning für das Trinkgeld. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle und jeden einzelnen von euch. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, seit ich ein Video gemacht habe zu den Mods. Und zwar einmal aus den baulichen Gründen, die wir hier im Hause hatten. Also wir hatten Bauarbeiter, dann kam Pfingsten, dann hat Giants keine neuen Mods gebracht. Übers Wochenende hatte ich noch meine Tochter. Alles hat sich so ergeben. Aber jetzt bin ich wieder zurück. Mindestens 14 Tage kann ich jetzt jeden Tag die Mods-Vorstellung machen. Auch wenn, so wie gestern, nicht wirklich neue Mods herausgekommen sind. Wie immer starten wir mit den Updates, und zwar kommt das erste Update für die Karte Osada. Dieser kommt von Rajo Gplay. Download kostet 353,01 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Parallax-Textur und Frost zu spielbaren Gebäuden hinzugefügt. Fähigkeit hinzugefügt, spielbare Gebäude zu verkaufen. Möglichkeit hinzugefügt, Tieren Strohballen zu geben. 4 neue Farbwürfel hinzugefügt. Alternative Farmtexturen mit Schweinen hinzugefügt. Neue Bäume hinzugefügt, um sie auf die Karte zu setzen. Schwebende Objekte behoben. Grenzkollision behoben. Der Name des Einkaufs von Aufgaben bei Bauern wurde korrigiert. Unebenheiten auf dem Boden behoben, änderte die grüne Farbe der Karte in eine dunklere, veränderte Verkehr, Änderung des Anbaukanäles der Saison, die Entfernung vom Zeichnen von Bäumen wurde vom Spiel auf einfach geändert, Texturen an Gebäuden geändert. Wir kommen zum nächsten Update, und zwar ist das schon gestern herausgekommen, und zwar ist das das einzige gewesen, was sich gestern geändert hat im Giants Mod Hub, und zwar ist das der Grimme Variton 470, und zwar kommt dieser, wie gesagt, von Giants Software, Downloadgröße 49,9 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Slotverbrauch korrigiert. Die Mod achte auf dein Stroh von Vertex Float. Kriegt das nächste Update, Downloadgröße 13 KB, jetzt in der Version von 1.0.0.5 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Lua-Fehler beim Ernten von Mais und Sonnenblumen behoben, Code zusammengefügt und unnötige Dateien gelöscht, Desk-Version aktualisiert. Die Mod-Reparatur- und Lackierungseinstellungen von Rackman 2414 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 15 KB, jetzt in der Version von 1.1.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Kompatibilität für Precision Farming. Das kleine Getreidesilo von DDEX 96 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 9,81 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, zusätzliche Füllarten, Mineralfutter, Schweinefutter, Kalkdünger, Samen und Streusalz. Das nächste Update kommt für die Mod Ein Kuhstall mit Scheune von Leo Leo, Downloadgröße 24,51 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Schnee angepasst, Strohplane im Stall hinzugefügt. Wir kommen zum alten Hofpark von 20 Metern Normandie, was das nächste Update bekommt, und zwar Downloadgröße 42,6 MB, jetzt in der Version von 2.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Multiplayer fix, Haus mit Schaf hinzugefügt, Kollision angepasst, Clear und Level Areas angepasst. Der Labyrinthil Frontor Meißelgruppe von Fred Modding kriegt das nächste Update, Downloadgröße 3,47 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Texturen verbessert. Das nächste Update kommt für den Tieflader mit 16 Reifen von Japan Modding RX05, Downloadgröße 24,73 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fixed Schmutzfänger Decare und Fixed L10N. Wir kommen zum nächsten Update, und zwar ist das für das historische Förderschneckenpack von BC Bühler. Downloadgröße 8,83 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Konflikt mit Rea 22 Center of Gravity Mod behoben.
Der 08P kriegt das nächste Update, kommt von Langreo Modding, Downloadgröße 2,81 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, korrigierte Decals, Modell verbessert. Und damit kommen wir zum letzten Update, und zwar ist das der 980K Radlader von Genamsk, Downloadgröße 31,27 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, optimiertes Gewicht für bessere Beladung. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese erweiterte Wartung, kommt von Max Moxer, Downloadgröße 14 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod achtet auf den Schadensanzeiger. Wenn dieser unter 50% sinkt, kann die Zufallsmechanik den Traktor stoppen. Keine Angst, der kann offenbar wieder gestartet werden. Und dieses Ausschalten wird mit zunehmendem Alter einfach schneller vor sich gehen oder öfter vorkommen. Das heißt, man tut gut daran, den Traktor eigentlich immer wieder gut gewartet zu halten. Denn wenn die Wartung auf 0% sinkt, dann springt der Traktor nicht mehr an und muss in die Werkstatt geschleppt werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese große Universalschaufel. Kommt von MacTrucker 921, Downloadgröße 3,41 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist diese Schaufel hier, wird im Shop ein bisschen komisch angezeigt, man sieht den unteren Bereich nicht, deswegen versinkt hier wahrscheinlich im Boden drin. Hat ein Füllvolumen von 3500 Litern, wiegt 320 Kilo und kostet 2500 Euro. Schaufelzähne können hinzugefügt werden, ja oder nein, man sieht dies hier aber leider nicht. Dann kann der Anbaukupplungstyp verändert werden von Frontlader zu Manitou. Teleskoplader, Kompaktlader, Radlader und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser enorm großen Farbpalette hier und die Designfarbe ebenso. Diese Farbpalette erinnert mich ein bisschen an HR Forst und Fahrzeugbau. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber weiter geht's mit der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod heißt Albut Bale Grab, kommt ebenfalls von MacTrucker 921, Downloadgröße 1,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist diese Ballenzange hier, wiegt 750 Kilo und kostet 5600 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann auch gewählt werden zwischen Frontlader, Manitou, Teleskoplader, Kompaktlader, Radlader und zurück zu Frontlader. Die Farbpalette haben wir eben gerade gesehen, das ist also dieselbe Farbpalette, die hier zur Auswahl steht. Wir kommen zum D6N LGP, dieser kommt von Genamsk, Downloadgröße 18,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies mit drei Elementen, und zwar einmal der Planierraupe an sich, kommt mit einer Leistung von 182 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Litern, 48 Liter DEF, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 12,9 Tonnen. Der Preis 350.000 Euro. Dann gibt es hier den Aufreißer. Nicht falsch verstehen, also hier funktioniert dieser als Pflug. Wiegt 862 Kilo, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 9.500 Euro. Natürlich kommt da zusätzlich dazu noch das Schild. Das hat dann hier ein Gewicht von 630 Kilo, eine Arbeitsbreite von 4,30 Meter und kostet 2450 Euro. Das Schild kann gewählt werden, natürlich als Schiebeschild. Und wie gesagt, der Aufreißer wird als Pflug verwendet. Wir kommen zum Holaras Viking. Von Moos Agrar, Downloadgröße 6,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal hier den Silageverteiler, wiegt 2,4 Tonnen, braucht 180 PS und kostet 23.360 Euro. Dazu gibt es den Viking Grass Fork, wird ebenfalls als Silageverteiler gebraucht, hat ein Ladevolumen von 3000 Litern, wiegt 2,8 Tonnen, braucht ebenfalls 180 PS und kostet 27.710 Euro. Dann kommen wir zu der nächsten neuen Mod, und das ist, glaube ich, der erste Valtra-Traktor, der als Mod kommt.
Und zwar handelt es sich hierbei um den Valtra T120 oder T190. Der kommt von Pharmary99, Downloadgröße 39,04 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit der Leistung von 110 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 250 Liter, 41 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 5,9 Tonnen und kostet 100.000 Euro. Anhängung kann geändert werden von Gewichtsträger und Pickup-Kupplung zu Gewichtsträger und Bolzenkupplung, Fronthydraulik mit Pickup, Fronthydraulik mit Bolzen und zurück geht's wieder zu der ersten Version. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian und Trelleborg. Das Spezielle kann geändert werden und zwar zu Class oder die 500.000 Spezial und zurück zu Standard. Rückfahreinrichtung kann eingebaut werden und zwar kommt diese hier rein, also Rückfahrt zu Twin Track und zurück. Reifengewichte können natürlich hinzugebaut werden und zwar zu 160 Kilo, 320 Kilo, 480 Kilo, 640 Kilo oder keins. Kotflügel kann verbreitert werden, genau, entweder so oder normal oder nur der vordere und so weiter. Da gibt es verschiedene Optionen, Hinweisschilder gibt es Standard, Warndreieck, Seitenmarkierung oder beides zusammen. Das Ansaugrohr gibt es hier auch noch und zwar wird es hier hinzugebaut, ja oder nein. Rundumleuchten gibt es links, rechts und beidseitig. Bauchgewicht gibt es hier an der Seite 400 Kilo Frontgewicht oder keins. Armaturenbrett gibt es die Agro Line und zwar einmal diese Version hier oder dann die Pro Line. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Frontlader anzubauen. Und zwar gibt es hier Quickie, Hauer, Quickie oder Ja oder Nein. Das ist ein bisschen verwirrend. Zweimal die Option Quickie, einmal Hauer, einmal Ja und einmal Nein. Dann gibt es bei der Motorenausführung den T120 mit 40 km/h. Dasselbe mit 150 km/h und beide haben 110 PS. Dann gibt es den 130er, der gibt es auch in beiden Geschwindigkeitsoptionen mit einer Leistung von 125 PS. Dann gibt es den 140er, der gibt es nur in der 40 km/h Version und der hat 140 PS. Dann gibt es den 160er, da gibt es auch wieder beide Optionen 40 oder 50 km/h. Dieser kommt mit 150 PS. Und dann haben wir den T170 und da gibt es auch wieder beide Optionen. Der kommt mit 160 PS. Dann haben wir den T180, der hat 180 PS. Dann haben wir noch den T190 mit 200 PS und auch hiervon gibt es beide Optionen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der vergrößerten Standardpalette. Da gibt es sogar die goldene Option. Dann gibt es die helle Rahmenfarbe, da gibt es Silber oder Chrom. Felgengewichtsfarbe kann frei gewählt werden aus dieser Palette hier und betrifft natürlich, wenn man dann montiert hat, die Radgewichte. Kühlergrillfarbe kann gewählt werden zwischen hellgrau-grau, dunkelgrau und schwarz. Und dann haben wir natürlich noch die Felgenfarbe, die kann gewählt werden zwischen schwarz und weiß. Die nächste neue Mod heißt Service-Anhänger, kommt von GTX, Downloadgröße 3,79 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Füllvolumen für Diesel von 2875 Litern standardmäßig, dem Gewicht von 1,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 4,4 Tonnen und kostet 24.500 Euro. Die Konfiguration hier kann geändert werden und zu Plus DEF. Das fügt dann 25 Liter DEF Tankplatz hinzu. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nokian Tires. Dann gibt es leuchtende Markierungen, ja oder nein. Blitzlichter gibt es auch. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Chrom, Silber, Weiß und Schwarz. Also, wenn man am Anhänger steht, kann man die Taste M drücken. Da wird die Klappe hochgeklappt. Und wenn ein Fahrzeug oder ein Gerät auf dieser vormarkierten blauen Fläche steht, dann wird das hier angezeigt. Und da können wir alles sehen, was wir wissen müssen. Und zwar den Wert, Alter, der Betriebszeit, den Zustand und so weiter und so fort. Und dann kann man mit der Taste R, wie gewohnt, kann man hier die Werkstattoption öffnen. Des Weiteren kann man diesen Anhänger auch nutzen, um andere Traktoren oder andere Geräte aufzutanken.
Da wir die Option genommen haben mit Dev, kann auch der Traktor mit Dev nachgefüllt werden. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Valtra, und zwar den Valtra Valmet 8750. Das ist übrigens erst der zweite Valtra, der als Mod hinzugekommen ist. Dieser kommt von BlendArt und Koloschnik Junior, Downloadgröße 11,65 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 190 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 250 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 6,4 Tonnen und kostet 108.500 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden aus Standard, Forstkäfig, Armhalter und Forstkäfig. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette. Die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft die obere Haube. Dann gibt es die kühle Grillfarbe, das ist klar, versteht sich von selbst. Und die Felge versteht sich natürlich auch von selbst, ist natürlich die Felgenfarbe. Als nächstes kommen wir zum Redrock 20T Anhänger. Dieser kommt von Fast Farming, Downloadgröße 11,68 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Kipper-Anhänger mit einem Ladevolumen von 27,1 Kubikmeter, wiegt 6 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 17 Tonnen und kostet 23.000 Euro. Die Konfiguration hier kann gewählt werden von Standard und Aufbau. Der Aufbau erweitert das Füllvolumen auf 44,7 Kubikmeter und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann das Design kann geändert werden mit Seitenmarkierung. Das sind diese hier unten, einmal Standard und mit Seitenmarkierung. Das andere Design ist dann Standard oder Aufkleber rot. Und zwar betrifft es hier auf diesem Schmutzfänger das Logo. Dann natürlich die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier, betrifft natürlich den Body. Die Designfarbe kann geändert werden aus derselben Farbpalette und betrifft diese Teile hier plus den Aufbau. Und die Designfarbe betrifft natürlich das entsprechende Teil hier vorne, was denn hier die Designfarbe 2 bedeutet. Als nächstes kommen wir zum Pöttinger Top Pack. Das kommt von Agar Design Austria. Downloadgröße 9,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pöttinger Pack mit zwei Schwader. Einmal dann Top 280U, wiegt 320 Kilo, braucht 30 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,8 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 6.000 Euro. Untergelenkkugel können entfernt werden, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Rot und betrifft natürlich hier diese Kreisel. Die Designfarbe kann gewählt werden aus neues Gelb Gummi, neues Gelb Plastik, altes Gelb Gummi, altes Gelb Plastik. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Silber und Grau. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Werkstattparkcon von Lancyboy, Downloadgröße 21,17 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ein Paket von vier verschiedenen Werkstätten, und zwar einmal diese hier, das ist der English Workshop, 60.000 Euro zum Platzieren, den American Workshop, dieser ist ebenfalls 60.000 zum Platzieren, dann haben wir den Drive-Thru Workshop, der kostet 90.000 Euro. Und der kleinste hier ist der Low-Budget-Workshop, das ist den, den ich hingestellt habe. Kaufpreis ist 35.000 Euro. Die täglichen Unterhaltskosten bewegen sich zwischen 20 und 30 Euro pro Tag. Das ist diese Halle hier. Hier ist eine Mod oder Mod-Testing. Und zwar ist das hier diese Halle, sehr schön dekoriert. Gibt natürlich auch noch eine Lichtoption hier. Natürlich das Fahrzeugmenü oder die Werkstattmenü. Ja. Schönes Detail hier vorne. Ist schön ausdekoriert rundherum. Die nächste neue Mod heißt Hebebühne, kommt von Dusty. Downloadgröße 0,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Ist
Diese Hebebühne hier, die kann platziert werden für 5000 Euro und Unterhalt pro Tag ist 20 Euro. Das ist hier, dann hat man hier den Zugang für das Werkstattmenü. Und hier drüben, wo die Mechanik ist, kann man mit der entsprechenden Taste das Gerät wieder senken. Das sieht gerade ein bisschen komisch aus hier. Jetzt weiß nicht, ob er den dann gleich runterplopst, wenn das fertig ist. Ne? Jetzt ploppt er runter. Muss man einsteigen. Sollen wir das nochmal testen? Jetzt hebe ich das nochmal an. Okay, jetzt ist hier oben. Dann schalten wir das nochmal runter und schauen, ob das jetzt besser klappt. Ne, also beim Runterkommen ist es so, dass die Hebebühne sich runter senkt. Der Traktor bleibt in der Luft hängen. Und man muss quasi einsteigen, dass dieser runterkommt, dass sich dieser bewegt. Und jetzt kann man ihn weiter benutzen. Die nächste neue Mod heißt Englisches Hallenpack, kommt von Lancyboy, Downloadgröße 14,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieses Pack zu finden natürlich im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Und zwar sind es diese Hallen hier, einmal diese, die schwarze, dann die grüne und dann die rote. Preis zwischen 22.000 und 26.000 Euro. Dann gibt es noch Unterstände, das sind dann diese vier, die dazu gehören auch noch. Das ist dann auch preislich zwischen 10.000 und 16.000 Euro. Das ist diese Halle hier. Kann man auch hier natürlich Licht ein- und ausschalten. Ist in Ordnung, hervorragend gemacht hier. Ja, wunderbar. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Gehöft Schweinestall. Dieser kommt von Pazor Modding, Downloadgröße 4,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Tiere und natürlich die Schweine. Das ist dieses kleine Teilchen hier. 10.000 Euro zum Platzieren, soll im ungarischen Stil sein und hat Platz für 10 Schweine, täglicher Unterhalt 10 Euro. Hier passen tatsächlich 10 Schweine rein. Futterablage, Wasserablage hier und das sind dann hier diese Schweinchen. Wir können da mal ein Stück kaufen, damit wir sehen, wie das sich ausschaut. Und da rein, jetzt sollte da ein einsames Schweinchen stehen. Dem ist auch so. Die Textur ist gut, schön gemacht. Natürlich für den Kleinstfarm oder kleinen Hof. Und wir kommen schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar ist dies das Bauernhaus Loderer. Kommt von Farmer 5 Tom. Downloadgröße 23,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser. Kostenpunkt zum Platzieren 134.800 Euro. Unterhalt pro Tag 120 Euro. Da es im Haus selber keinen Schlafträger gibt, gibt es die kleine Bank hier, die kann hinzugebaut werden und das kann dann als Schlafträger verwendet werden. Die kann man dann zum Beispiel hier hinbauen, dann hat man die Schlaffunktion. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil die ist nämlich unter Farmhäuser zu finden ist und aber dabei auch ein Kuhstall montiert ist. Man kann hier fast alle Türen und Toren öffnen, also hier, das ist mal dieses Tor hier. Das ist die Milchladeabholstelle. Das ist das Tiermenü. Hier passen 20 Kühe rein. Hier drin ist der Futterpunkt. Hier sind ein paar dekorative Kälber und kleine Rinder. Hier gibt es eine Werkstattfunktion. Dann gibt es hier oben noch natürlich ein Teil, wo man reingehen sollte oder könnte. Aber aus irgendeinem Grund bleibt mir hier die Kollision stehen.
Also ich komme hier nicht auf den Dachboden. Gucken wir mal, ob hier Stroh so angenommen wird als Balle. Als Ballen. Ne, die Strohballe wird nicht angenommen. Aber natürlich die Heuballe, ja. Wunderbar. Der Hof, also dieses Haus ist sehr schön ausdekoriert. Also man kann hier, ich glaube, das wären dann so Vogelnester, die sich dann hier quasi eingenistet haben in diesem Stall hier. Lichtschalter gibt es hier auch. Ein bisschen weit unten, aber da kann man mit wahrscheinlich mit dem Fuß diesen auslösen. Hier geht es nicht rein. Wie gesagt, die Werkstatt. Und es steht im Beschreibungstext, dass nachts die Fensterläden geschlossen seien und tagsüber seien die geöffnet. Ja, das ist ja mal spannend. Das war's dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Hat dir dieses Video gefallen, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Willst du keine weiteren Mod-Vorstellungen und auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal verpassen? Ich würde mal sagen, das war's mal für den Wochenanfang hier. Das ist die erste Mod-Vorstellung diese Woche. Und ja, in dem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, tschüss und hasta luego.